Lalala, der Drax, der ist halt wieder da. Hey, Drax, zu viel Kasperl und Bezi geschaut? Ach, die Sendung kennst du nicht. Da kommt natürlich kein kecker Rabe vor. Bin nicht keck. Nur ein bisschen vorlaut manchmal, aber das macht nichts, Drax. Ich mag dich so, wie du bist. Drax, bei der Gelegenheit, ich muss dir ein Geständnis machen. Ja, Drax. Ich habe unseren Sachunterrichtsfilm für diese Drax-Show ohne dir gedreht. Was? Es musste sein, Drax. Ich habe Gäste gehabt. Wen? Hunde und Katzen. Und du weißt ja, Katzen fressen gerne Vögel. Schau mich nicht so vorwurfsvoll an. Es musste einfach sein. Wir haben eine ganz tolle Sendung vorproduziert mit Hunden und Katzen und einem... Ach nein, das verrate ich dir lieber nicht. Was? Dass ein anderer frecher Vogel ausnahmsweise mal... Wieso? ...mitgespielt hat, weil du nicht da warst. Du warst hier in der Schule und ich habe das halt zu Hause gemacht. Ich bin sauer. Gut, Drax, das kann ich jetzt auch nicht ändern. Machen wir jetzt mit der Show normal weiter oder schmollst du? Er schmollt. Also wenn Drax schmollt, sag ich euch jetzt, dass ihr jetzt einen Film zu sehen bekommt über Hunde und Katzen. Hallo Kinder. Heute habe ich bei mir im Studio tierischen Besuch. Wir wollen heute auch ein bisschen über Hunde und später auch ein bisschen über Katzen mehr erfahren und vielleicht auch dem Geheimnis auf den Grund gehen. Da habe ich dann einen Spezialgast, warum sich Hunde und Katzen nicht ganz gut verstehen können. Ich darf euch mal hier meine Gäste vorstellen. Das hier ist Aaron. Er ist ein Golden Retriever. Das hier ist der Bello. Der heißt wirklich so, ja, tut mir leid, ja. Und der Bello ist ein ganz ein Lieber und eine sogenannte Promenademischung. So nennt man das, wenn Mama und Papa nicht der gleichen Hunderasse angehören. Und hier habe ich noch den Kuno. Und der Kuno ist ein West Highland Terrier, auch Westie genannt. Diese drei werden uns jetzt vielleicht ein bisschen über sich erzählen. Aaron, was könntest du uns denn erzählen? Sei nicht so nervös, Aaron, erzähl einfach. Wuff, wuff, wuff. Nein, Aaron, bitte so, dass die Kinder es auch verstehen. Du weißt schon, du kannst ja ein bisschen die Menschensprache. Okay, also wir Hunde stammen vom Wolf ab und schon vor 100.000 Jahren haben die Menschen die ersten Haushunde gehalten. Ist das nicht lange her? Sicher, Aaron, das ist schon ganz schön lange her. Was könnt ihr Hunde denn besonders gut? Also ich als Golden Retriever bin so ein absoluter Familienhund. Als nächstes, Bello, was kannst du uns denn erzählen? Wow, 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 wow. Bitte, Bello, auch du so, dass die Kinder es verstehen. Okay, also, wir Hunde können ganz besonders gut hören und riechen. Außerdem sind wir Hunde so richtig coole Allesfresser. Manche Menschen im Haushalt sagen sogar, unser Hund ist unser Mistkübel. Kuno, mein kleiner Westie, so einen wie dich hätte ich ja auch gerne, aber das ginge neben meinem Kater nicht ganz so gut, aber davon später mehr.
Was kannst du uns denn noch über euch Hunde erzählen? Kuno, bitte, bitte, so dass die Kinder dich verstehen können. Na gut, also wir Hunde laufen sehr gerne. Wir sind meistens tagaktiv. Wir sind Rudeltiere. Rudel bedeutet, wir sind in einer großen Gruppe gerne, wie ein Wolf. Es gibt Jagdhunde, Hirtenhunde, Wachhunde. Und was ganz wichtig ist, wenn du uns zu Hause hast in der Wohnung, du musst mit uns Gassi gehen, sonst machen wir unser Lackerl und Häufchen in die Wohnung. Ja, wie du siehst, habe ich auch drei schnuckelige Miezekatzen bei mir zu Gast heute. Und da habe ich meinen Moritz, meinen Kater, gar nicht mal dazu genommen, weil der schläft im Moment. Und hier haben wir mal die Cora. Und die Cora ist eine wunderschöne Tigerkatze. Was kann uns denn die Cora über Miezekatzen erzählen? Miau, 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 miau. Cora, auch die Hunde haben dann so geplaudert, dass die Kinder sie verstehen können. Bitte du auch. Miau, okay. Also, wir Katzen stammen aus dem vorderen Orient. Und zwar aus da, wo jetzt heute Irak, Syrien, Israel oder auch Ägypten ist. Dort haben uns die Menschen vor ungefähr 5000 Jahren das erste Mal gezähmt. Und wir mussten Mäuse für sie fangen, dass die Mäuse das Getreide nicht fressen konnten. Die Mia ist eine ganz liebe kleine Siamkatze. Was weiß denn die Mia jetzt noch über Katzen? Miau, miau, miau. Mia, bitte nicht auf Katzisch, sondern so, dass die Kinder dich verstehen. Miau, okay. Wir Katzen sind sehr eigensinnig, aber auch verspielt. Das heißt, wir werden so gerne gestreichelt, aber nur dann, wenn wir es wollen. Sonst können wir auch ganz schön unfreundlich werden. Und unsere kleine graue Katze heißt Minky. Minky, was könntest du uns denn über euch Katzen noch erzählen, was wir noch nicht gehört haben? Miau, 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 miau. Na, Minky, nicht singen. Ich weiß, dass du gerne in der Oper auftreten würdest. Aber was tut ihr Katzen oder was könnt ihr besonders gut? Miau, wir können sehr gut sehen, vor allem in der Nacht. Hören können wir gut. Mit unseren Tasthaaren spüren wir überall, wo wir sind. Das ist ganz toll und wir haben ein Gleichgewichtsgefühl, dass wir auch auf den schmalsten Brettern und Latten nicht runterfallen können. Und wir sind so reinlich und putzen uns gerne. Wir sind saubere Tiere und wir sind meistens am Abend aktiv. Am Tag schlafen wir gerne. Danke euch dreien, dass ihr hier bei mir zu Besuch wart und uns über euch Katzen so viel erzählt habt. Ja, und wer kommt denn hier? Mein Moritz kommt uns doch noch besuchen. Ha? Aber das war dann wohl nur ein kurzer Auftritt und er ist schon wieder weg. So, liebe Kinder, und jetzt haben wir hier eine kleine Diskussionsrunde versammelt. Ihr seht schon, wir haben Gast aus der geflügelten Zunft und das ist Frau Dr. Cora Parrott. Sie ist Spezialistin für Verständigungsfragen im Tierreich. Kein Wunder, Papageien plappern natürlich immer gerne. Das stimmt, ich plappere immer wieder und ich bin nicht zum Aushalten. Cora, bitte, du sollst hier die Diskussion leiten und nicht den Star spielen. Und natürlich haben wir auch je einen Hund und eine Katze als Diskussionsteilnehmer hier behalten. Und jetzt wollen wir mal herausfinden, was ist denn eigentlich das Problem, dass sich Hunde und Katzen nicht verstehen? Cora, hast du eine Idee? Ja, natürlich. Hunde und Katzen sprechen verschieden. Okay, das ist ja schon mal ziemlich logisch.
können wir mal kurz einen Laut von unserem Hund hören. Ruff, ruff, ruff. Und von unserer Katze. Miau, miau. Hast du es jetzt verstanden? Die können sich ja gar nicht verstehen. Nun, Cora, es kommt ja nicht nur auf die Sprache an, auch auf das, was man tut. Man nennt das Gesten oder Bewegungen. Ach so? Davon habe ich noch nie was gehört. Okay, Cora, dann helfe ich ein bisschen mit. Lieber Bello, wenn ihr Hunde mit dem Schwanz wedelt, was ist dann los? Wuff, 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 dann freuen wir uns! Und Miezekätzchen, wenn ihr mit dem Schwanz wedelt, was ist dann los? Miau, miau, dann wird's gefährlich. Dann sind wir nervös, dann fühlen wir uns bedroht. Na klar, wenn sich die so nicht verstehen, dann glaubt der Hund, dass die Katze sich bedroht fühlt. Nächste Frage. Liebe Miezekatze, wenn du den Kopf einziehst, was ist dann? Miau, dann fühle ich mich so richtig wohl. Und Bello, wenn du den Kopf einziehst? Wuff, wuff, dann gehe ich in den Angriff über. Cora, ist das klar, dass sich die nicht verstehen können unter diesen Umständen? Natürlich. Und dann gibt's ja noch ein paar so verschiedene Verhaltensweisen. Wie ist denn das zum Beispiel mit dem Schnurren der Katze? Wie fühlst du dich, wenn du schnurrst? Miau. Dann geht's mir richtig gut. Und Bello, wie würdest du das Schnurren der Katze empfinden? Knurren ist bei uns immer ein Zeichen für Gefahr. Wenn du eine Katze schnurren siehst, dann glaubst du, dass es gefährlich wird, oder? Wuff, wuff. Eine letzte Bewegung hätte ich noch, die für Missverständnis zwischen euch zweien sorgen könnte. Was machst denn du, Bello, wenn du jemanden begrüßt? Wuff, wuff. Pfoti geben. Pfoti heben. Richtig, Bello, das machen die Hunde gerne. Und liebes Miezekätzchen, wenn du eine erhobene Pfote siehst, was bedeutet denn das? Miau, miau, dann ist es Gefahr, dann ist es Streit. Cora, kommst du jetzt zu einem abschließenden Resümee dieser Diskussionsrunde? Ich fürchte, Hunde und Katzen werden sich nie ganz verstehen. Hey, Richard, entschuldige, dass ich geschmollt habe. Schon akzeptiert, Drax. Also ich sehe schon, dir hat der Film über Hunde und Katzen gefallen, oder? Na, bin ich froh. Dafür, Drax, etwas, auf was du schon ganz sicher gewartet hast, kommt jetzt. Was glaubst du denn? Pippi Langstrumpf! Richtig, Drax. Ich lese weiter. Und du darfst, genauso wie die Kinder, zuhören. Weißt du noch, was wir vor einer Woche gelesen haben? Pippi Langstrumpf, das stärkste Mädchen der Welt, wohnt in der Villa Kunterbunt. Und sie hat einen Papa, der wahrscheinlich auf einer Südseeinsel König ist und jeden Tag eine goldene Krone trägt. Und sie hat keine Mama mehr. Aber Pippi glaubt daran, dass ihre Mama durch ein Loch oben im Himmel runterschaut und darauf aufpasst, dass es Pippi gut geht. Und jetzt werden wir mal schauen, wie unsere Geschichte weitergeht. Neben der Villa war ein anderer Garten und darin ein anderes Haus. In dem Haus wohnten ein Papa und eine Mama mit ihren beiden netten kleinen Kindern, einem Jungen und einem Mädchen. Der Junge hieß Tommy und das Mädchen Annika.
Das waren zwei sehr liebe, wohlerzogene und artige Kinder. Niemals kaute Tommy an seinen Nägeln. Immer tat er das, was ihm seine Mama sagte. Annika murrte niemals, wenn sie nicht ihren Willen bekam. Sie sah immer ordentlich aus in ihren gebügelten Baumwollkleidern und sie nahm sich sehr in Acht, dass sie sich nicht schmutzig machte. Tommy und Annika spielten brav zusammen in ihrem Garten, aber sie hatten sich oft einen Spielkameraden gewünscht und zu der Zeit, als Pippi noch mit ihrem Papa auf den Meeren herumsegelte, standen sie manchmal am Gartenzaun und sagten, »Zu dumm, dass niemand in dieses Haus zieht. Da sollte jemand wohnen, jemand, der Kinder hat.« An dem schönen Sommerabend, als Pippi zum ersten Mal über die Schwelle der Villa Kunterbunt schritt, waren Tommy und Annika nicht zu Hause. Sie waren für eine Woche zu Besuch bei ihrer Großmutter. Sie hatten daher keine Ahnung, dass jemand in die Nachbarvilla eingezogen war. Und als sie am ersten Tag nach ihrer Rückkehr an der Gartentür standen und auf die Straße schauten, wussten sie immer noch nicht, dass ganz in ihrer Nähe ein möglicher Spielkamerad war. Als sie gerade überlegten, was sie anfangen sollten und ob vielleicht heute etwas Interessantes passieren würde oder ob es ein langweiliger Tag werden würde, wo einem nichts einfiel, gerade da wurde die Gartentür zur Villa Kunterbunt geöffnet und ein kleines Mädchen kam heraus. Das war das merkwürdigste Mädchen, das Tommy und Annika je gesehen hatten. Und es war Pippi Langstrumpf, die zu ihrem Morgenspaziergang herauskam. Sie sah so aus. Ihr Haar hatte dieselbe Farbe wie eine Karotte und war in zwei feste Zöpfe geflochten, die gerade vom Kopf abstanden. Ihre Nase hatte dieselbe Form wie eine ganz kleine Kartoffel und war völlig von Sommersprossen bedeckt. Unter der Nase saß ein wirklich riesig breiter Mund mit gesunden weißen Zähnen. Ihr Kleid war auch ziemlich merkwürdig. Pippi hatte es selbst genäht. Es war wunderschön gelb, aber weil der Stoff nicht gereicht hatte, war es zu kurz. Und so guckte eine blaue Hose mit weißen Punkten darunter hervor. An ihren langen, dünnen Beinen hatte sie ein paar lange Strümpfe, einen geringelten und einen schwarzen. Und dann trug sie ein paar schwarze Schuhe, die doppelt so groß waren wie ihre Füße. Die Schuhe hatte ihr Papa in Südamerika gekauft, damit sie etwas hätte, in das sie hineinwachsen könnte. Und Pippi wollte niemals andere haben. Tommy und Annika rissen erst recht die Augen auf, als sie den Affen sahen, der auf der Schulter des fremden Mädchens saß. Es war eine kleine Meerkatze mit blauen Hosen, gelber Jacke und einem weißen Strohhut. Pippi ging die Straße entlang. Sie ging mit dem einen Bein auf dem Gehsteig und mit dem anderen im Rinnsal. Tommy und Annika schauten ihr nach, solange sie sie sehen konnten. Nach einer Weile kam sie zurück, aber jetzt ging sie rückwärts. Das tat sie, damit sie sich nicht umzudrehen brauchte, wenn sie nach Hause ging. Als sie vor Tommys und Annikas Gartentür angekommen war, blieb sie stehen. Die Kinder sahen sich schweigend an. Schließlich fragte Tommy, »Warum bist du rückwärts gegangen?« »Warum ich rückwärts gegangen bin?« sagte Pippi. »Leben wir etwa nicht in einem freien Land? Darf man nicht gehen, wie man möchte?
Übrigens will ich dir sagen, dass in Ägypten alle Menschen so gehen. Und niemand findet das auch nur im geringsten merkwürdig. Woher weißt du das? Fragte Tommy. Du bist doch wohl nicht in Ägypten gewesen? Ob ich in Ägypten war? Ja, da kannst du Gift drauf nehmen. Ich war überall auf der ganzen Welt und habe noch viel komischere Sachen gesehen als Leute, die rückwärts gehen. Ich möchte wissen, was du gesagt hättest, wenn ich auf den Händen gegangen wäre, wie die Leute in Hinterindien. Jetzt lügst du, sagte Tommy. Ja, du hast recht, ich lüge, sagte sie traurig. Lügen ist hässlich, sagte Annika, die endlich wagte, den Mund aufzumachen. Ja, Lügen ist sehr hässlich, sagte Pippi noch trauriger. Aber ich vergesse es hin und wieder, weißt du? Und wie kannst du überhaupt verlangen, dass ein kleines Kind, das eine Mama hat, die ein Engel ist, und einen Papa, der ein Südseekönig ist, und das sein ganzes Leben lang auf dem Meer gesegelt ist, immer die Wahrheit sagen soll? Und übrigens, fuhr sie fort, und sie strahlte über ihr ganzes sommersprossiges Gesicht, will ich euch sagen, dass es im Kongo keinen einzigen Menschen gibt, der die Wahrheit sagt. Sie lügen den ganzen Tag. Sie fangen früh um 7 an und hören nicht eher auf, als bis die Sonne untergegangen ist. Wenn es also passieren sollte, dass ich mal lüge, so müsst ihr versuchen, mir zu verzeihen und daran zu denken, dass es nur daran liegt, weil ich etwas zu lange im Kongo war. Wir können doch trotzdem Freunde sein, nicht wahr? Ja klar, sagte Tommy, und er wusste plötzlich, dass dieser Tag heute sicher keiner der langweiligen werden würde. Warum könnt ihr übrigens nicht bei mir frühstücken? Fragte Pippi. Ja, richtig, sagte Tommy. Warum können wir das nicht? Komm, wir gehen. Ja, sagte Annika, jetzt sofort. Aber erst muss ich euch Herrn Nilsson vorstellen, sagte Pippi. Und da nahm der kleine Affe den Hut ab und grüßte höflich. Und nun gingen sie durch die verfallene Gartentür der Villa Kunterbunt, den Kiesweg entlang, an dessen Rändern alte, moosbewachsene Bäume standen, richtig prima Kletterbäume, und hinauf zur Villa und auf die Veranda. Da stand das Pferd und fraß Hafer aus einer Suppenschüssel. »Warum in aller Welt hast du ein Pferd auf der Veranda?« fragte Tommy. Alle Pferde, die er kannte, wohnten in einem Stall. »Tja«, sagte Pippi nachdenklich, »in der Küche würde es nur im Weg stehen und im Salon gefällt es ihm nicht.« Tommy und Annika streichelten das Pferd und gingen dann ins Haus. Da gab es eine Küche, einen Salon, also ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer. Aber es sah so aus, als ob Pippi vergessen hätte, am Wochenende sauber zu machen. Tommy und Annika sahen sich vorsichtig um, ob der Südseekönig in einer Ecke säße. Sie hatten in ihrem ganzen Leben noch keinen Südseekönig gesehen. Aber kein Papa war zu sehen und auch keine Mama, und Annika fragte ängstlich, »Wohnst du hier ganz allein?« »Aber nein, Herr Nilsson und das Pferd wohnen ja auch hier.« »Ja, aber ich meine, hast du keine Mama und keinen Papa hier?« »Nein, gar nicht«, sagte Pippi vergnügt. »Aber wer sagt dir, wenn du abends ins Bett gehen sollst und all sowas?« »Das mache ich selbst«, sagte Pippi. »Erst sage ich es ganz freundlich, und wenn ich nicht gehorche, dann sage ich's nochmal streng. Und wenn ich dann immer noch nicht hören will, dann gibt es Haue.« Genau verstanden Tommy und Annika das nicht, aber sie dachten, dass es vielleicht ganz praktisch wäre. Inzwischen waren sie in die Küche gekommen und Pippi schrie, »Jetzt wollen wir braten, Pfanne kraten, jetzt wollen wir essen, Pfanne kessen, jetzt wollen wir futtern, Pfanne kuttern.« Und nun holte sie drei Eier und warf sie in die Luft. Eines fiel ihr auf den Kopf und ging kaputt, so dass ihr das Eigelb in die Augen lief. Aber die anderen fing sie geschickt in einem Topf auf und dort gingen sie dann kaputt.
Ich habe immer gehört, dass Eigelb gut für die Haare sein soll, sagte Pippi und wischte sich die Augen aus. Ihr sollt mal sehen, es wächst, dass es kracht. In Brasilien laufen übrigens alle Leute mit einem A herum. In Brasilien laufen übrigens alle Leute mit einem H herum. Aber da gibt's auch keine Kahlköpfe. Nur einmal war da ein Alter, der war so verrückt, dass er die Eier aufaß, anstatt sie ins Haar zu schmieren. Er bekam auch ganz richtig einen Kahlkopf. Und wenn er sich auf der Straße zeigte, gab es einen solchen Auflauf, dass die Polizei anrücken musste. Während Pippi redete, hatte sie geschickt die Eierschalen mit den Fingern aus dem Topf gefischt. Jetzt nahm sie eine Badebürste, die an der Wand hing, und fing an, den Pfannkuchenteig zu schlagen, so dass die Wände ringsherum vollgespritzt wurden. Schließlich goss sie das, was übrig war, in eine Pfanne, die auf dem Herd stand. Als der Pfannkuchen auf der einen Seite gebacken war, warf sie ihn hoch, so dass er sich in der Luft umdrehte und fing ihn dann wieder in der Pfanne auf. Und als er fertig war, warf sie ihn quer durch die Küche direkt auf einen Teller, der auf dem Tisch stand. »Esst«, rief sie, »esst, bevor er kalt wird!« Und Tommy und Annika aßen und fanden, dass es ein sehr guter Pfannkuchen war. Danach bat Pippi sie ins Wohnzimmer. Dort stand nur ein Möbelstück. Das war ein großer, großer Schrank mit vielen kleinen Schubladen. Pippi öffnete die Schubladen und zeigte Tommy und Annika all die Schätze, die sie dort verwahrt hatte. Da waren seltsame Vogeleier und merkwürdige Schneckengehäuse und Steine, kleine hübsche Schachteln, schöne silberne Spiegel und Perlenketten. Und vieles andere, was Pippi und ihr Papa während ihrer Reisen rund um die Erde gekauft hatten. Pippi gab jedem ihrer neuen Freunde ein kleines Geschenk zum Andenken. Tommy bekam einen Dolch mit schimmernden Perlmuttgriff und Annika ein Kästchen, dessen Deckel mit rosa Muscheln besetzt war. In dem Kästchen lag ein Ring mit einem grünen Stein. »Am besten, ihr geht jetzt nach Hause«, sagte Pippi, »damit ihr morgen wiederkommen könnt. Denn wenn ihr nicht nach Hause geht, könnt ihr ja nicht wiederkommen. Und das wäre schade.« Das fanden Tommy und Annika auch. Und so gingen sie nach Hause, am Pferd vorbei, das den ganzen Hafer aufgefressen hatte, und durch die Gartentür der Villa Kunterbunt. Herr Nilsson schwenkte den Hut, als sie gingen. »Trax, was ist?« »Nicht aufhören!« »Trax, wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann wird's keine Fortsetzungsgeschichte. Also gedulde dich bis nächste Woche, dann gibt's nämlich die Fortsetzung unseres Buches von Pippi Langstrumpf.«